Der Kryptomarkt hat einen rasanten Anstieg in den letzten 4 Wochen zurückgelegt. Das ist aber erst der Startschuss von einem großen Bullrun, der nun auf uns zukommt. Wir wollen natürlich wissen, welche Altcoins und welche Kryptowährungen generell diesen Bullrun steigen werden und mit welchen Währungen man den größten Profit erwirtschaften kann. Selbstverständlich wäre es ein sicheres Investment in Währungen wie Bitcoin und Ethereum zu investieren, jedoch wollen wir natürlich den größten Gewinn erwirtschaften. Jetzt muss man sich verbildlichen, dass der Bitcoin in den letzten Bullruns sehr stark angestiegen ist. Beispielsweise 2013, wo wir einen 37x gemacht haben, also eine Ver-37-fachung des Preises. 2017 waren es nur noch 17x und 2021 hatten wir nur noch 3,4x. Wir gehen davon aus, dass Bitcoin zwar stark ansteigen wird und es natürlich auch schon getan hat, aber wir sehen ganz deutlich den Trend, dass der Bitcoin immer schwächer ansteigt, wenn man sich das Ganze prozentual anschaut. Selbstverständlich müssen wir uns jetzt Währungen dafür raussuchen, die genauso stark steigen, wie der Bitcoin es damals tat. Dazu müssen wir erst überhaupt verstehen, dass der Kryptospace geleitet wird von Bitcoin und Ethereum. Diese beiden machen über 70% des Gesamtmarktes aus und haben somit die größte Kryptodominanz. Selbstverständlich muss man sich dazu anschauen, dass es natürlich auch viele Kryptowährungen gibt, die quasi irrelevant sind. Also wie finden wir nun die beste Kryptowährung heraus, die die meisten prozentualen Gewinne, also somit den größten Gewinnfaktor für uns erbringen kann? Wir müssen uns selbstverständlich unterbewertete Kryptowährungen anschauen und zunächst verstehen, wann der Preis überhaupt stark ansteigen kann, damit wir noch zum richtigen Zeitpunkt investieren können. Wir haben zum Beispiel den aufkommenden Bitcoin-ETF, der möglicherweise jetzt in den nächsten Tagen oder Monaten antreten wird. Wir haben verschiedene Daten dafür. Wir befinden uns gerade bei der dritten Deadline und diese liegt für den wichtigsten und den größten Bitcoin-ETF von dem größten Vermögensverwalter der Erde, BlackRock, beim 15. Januar. Mit anderen Worten, wir könnten möglicherweise noch in 2 Monaten die ersten Bitcoin-ETFs sehen. Aber wenn wir uns das Ganze anschauen, gibt es auch einige, die bereits in den nächsten Wochen, also am 26. November, eintreten könnten und damit die nächsten Tage schon sehr interessant machen. Warum müssen wir uns das Ganze anschauen? Ganz einfach. Der BlackRock-ETF bzw. die anderen großen ETFs würden einfach mehr Kapital in den Markt spülen und somit natürlich den Preis hochtreiben. Und wir haben ja gerade herausgefunden, dass der Bitcoin den Markt lenkt und leitet und bestimmt, wann die Preise steigen. Alle anderen Währungen folgen. Nun müssen wir selbstverständlich unterbewertete Kryptowährungen entdecken. Wir schauen uns Kryptowährungen an, die im Vergangenen stark gestiegen sind und nun auch schon stark angestiegen sind, also dem Bitcoin folgen. Somit wissen wir dann, dass diese Währungen definitiv so wie der Bitcoin steigen werden, nur da sie unterbewertet sind, selbstverständlich mehr Potenzial haben. Und wenn sie mehr Potenzial haben, kann man mehr Gewinne machen. Deshalb schauen wir uns direkt mal eine Währung an, nämlich Solana. Und hierzu sehen wir auf unserem Solana-Chart, dass Solana schon so stark angestiegen ist, dass die Zielzone nach oben hin durchbrochen wurde. Solana hat einfach unfassbar starkes Potenzial und wir sehen es. Solana ist schon seit dem Oktober um rund 210% angestiegen. Und wenn wir das Ganze mal in einen Wochenchart uns anschauen, dann erkennen wir ganz klar, dass Solana einfach mal auf $400 in der berechneten Zielzone steigen kann und möglicherweise darüber hinaus bis auf $635. Wie kommen wir darauf? Wir sehen, dass Solana schon unsere Zielzone in der untergeordneten dritten Bewegung durchbrochen hat. Und wir wissen, die dritte Bewegung ist die stärkste in einem Aufwärtszyklus. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir, Solana hat bis zur Unterkante allein noch 500% und bis zur Oberkante 900% Potenzial. Mit anderen Worten, Solana ist einfach unfassbar bullisch unterwegs und daher denken wir, dass dieser Altcoin auf jeden Fall den Altcoin-Markt in der zukünftigen Bullenphase dominieren wird. Aber wir wären nicht Bullish Impulse, wenn wir nicht noch bullischere Coins dabei hätten und selbstverständlich springen wir jetzt in den nächsten Chart rein und da sehen wir dann einen Coin, der wirklich unfassbares Potenzial aufweist. Wir reden von keinem geringeren Coin als VeChain. Warum VeChain?
Ganz einfach, wir suchen nach unterbewerteten Coins und hier haben wir einen. Gerade einmal 2 Cent ist dieser Coin wert und er befindet sich immer noch in unserer Zielzone hier in der zweiten Bewegung, also in der großen bärischen Korrekturbewegung hier nach unten hin. Und dort sehen wir ganz klar, VeChain ist immer noch mit sehr großem Kaufpotenzial verbunden. Aber woher wollen wir wissen, dass so ein Coin, der quasi nur Centbeträge wert ist, überhaupt die Möglichkeit hat, stark zu steigen? Zum einen haben wir hier diese berechnete Zielzone. Wir wissen, die dritte Bewegung ist die optimalste Bewegung, die man mitnehmen kann von der prozentualen Steigerung. Und da sehen wir ebenfalls 45 bis 77 US-Cent. Das hört sich nicht viel an. Aber wenn man bei 2 Cent im Preis ist, dann erkennt man ganz schnell, wenn man jetzt einsteigt, dass man 1600% Gewinne mitnimmt und im Optimalfall sogar 2800%. Das heißt, wir hätten ähnliche Zahlen wie Bitcoin 2013, die ich gerade angesprochen habe. Mit anderen Worten, VeChain hat einfach ein unfassbares Potenzial. Aber warum sollte so ein No-Name-Coin ansteigen? Ganz einfach. VeChain etabliert sich immer mehr, wie zum Beispiel mit Projekten mit der UFC oder auch anderen interessanten Projekten, die dort stattfinden. Mit anderen Worten, VeChain hat einfach ein unfassbar bullisches Potenzial. Wir haben es ja gerade gesehen, dass VeChain das Allzeithoch ohne Probleme brechen wird. Aber wir haben natürlich noch einen Coin im Schlepptau, den ich Ihnen jetzt zeigen werde. Und dieser Coin könnte möglicherweise noch stärker steigen als VeChain. Wir sehen hier diesen Coin, der extremst Potenzial hat, VTOR. Er stammt aus dem gleichen System wie VeChain, hat damit also genau den gleichen Kursverlauf und genau die gleichen Chancen zu steigen. Und natürlich hat auch dieser Coin noch stärkeres Potenzial. 2400% zur Unterkante und zur Oberkante 4000%. Das sind stärkere Anstiege als die, die wir damals beim Bitcoin gesehen haben. Und das sind eben die Coins, die wir suchen und die wir traden werden. Man möchte natürlich den optimalsten Gewinn mitnehmen und dafür muss man sich ganz einfach unterbewertete Coins anschauen, wie eben Solana, VeChain und hier den bullischsten Coin, VTOR. Wenn diese Coins es schaffen, tatsächlich die Projekte umzusetzen, die sie sich gesetzt haben, dann werden sie dem Bitcoin nur so hinterherlaufen mit noch stärkeren Kurssteigerungen. Daher kann man nur darüber nachdenken, in diese Coins zu investieren. Wenn ihr noch Interesse habt an weiteren Coins oder noch andere Coins habt, die ihr euch schon immer gewünscht habt, die wir vorstellen sollten oder die ihr generell analysiert haben wolltet, dann könnt ihr gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Dort bieten wir Ihnen geniale Analysen an, die selbstverständlich mit professionellen Erklärungen angefertigt werden, damit Sie genauestens verstehen, wie Sie handeln müssen, wenn Sie Geld machen wollen. Vielen Dank!